Süß. Hey, lauf nicht weg. Tigerkatze. Ich bin halt sofort das feindlich angezeigt. Hier sind gleich zwei Abwurfdinger. Das ist geil. Taktisch kalibrierte Laserpistole. Keine Ahnung, wie weit weg von dir geportet ist. Gar nicht in die Nähe. Ich bin ein ganzes Stück weg von dir. Das kann sein, weil ich mich bewegt habe. In der Zeit. Wo bist du? Naja, es geht. Es sind nur noch 100 Meter. Hier sind aber gleich zwei Abwürfe. Das ist geil. Joa, das ist. Da qualmt's. So, dann. Ich hatte bei mir in der Beta-Phase, in der zweiten Tag von der Beta-Phase, voll den Fehler. Bei mir hat das Wasser nicht mehr angezeigt. Okay. Voll geil. Ich gehe jetzt mal zum. Ich versuche, dass ich in der Stadt, wo ich gerade eben war, ein bisschen weiter rumreiß. Ein bisschen weitermache. Wenn du willst, kannst du ja mit. Aber ich sag dir gleich: Die Supermutanten machen Aua. Die machen richtig Aua. Also, ich habe jetzt einen 28er getroffen, ein paar 22er. Aua. Da schießt du ein paar Mal öfter drauf. Wenn ich wegbleib, kriege ich keinen Schaden, aber ich krieg trotzdem die Erfahrung, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, du musst einmal mindestens drauf schießen, dass du die Erfahrung kriegst. Oder ich glaube, das ist nach Schaden sogar gemacht, weil gestern hat sich Kuro aufgeregt, dass er keine Erfahrungspunkte mehr kriegt, obwohl er drauf geschossen hatte. Weil ich halt einfach zu schnell die Gegner weggerupft habe, weil ich die Minigun drin hatte. Aber es war eine Gatling, es war eine Laser Gatling Gun. Ich muss. Da bleibt dann ja gar nichts anderes übrig. Man muss die rausholen und Spaß haben. Vor allem, das ist eine noch mit Sternchen. Was Besonderes. Die kann man doch nicht einfach so liegen lassen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall dahinter. Dann mach mal. Ich muss jetzt erstmal zu dir in die Base. Ich bin überladen schon wieder. Ich habe noch keine Zeit gefunden. Das, auszusortieren. Na, ich schau jetzt mal hier ein bisschen mich mal um. Also bis jetzt habe ich eine Werkstatt gefunden, die wirklich Fusionskerne herstellt, drei Stück. Aber die braucht 100 Energie. Aha. Für die Fusionskerne zum Herstellen. Was natürlich schon sehr nice ist. 100, wenn die stellt drei Fusionskerne. Da brauchst du doch die Fusion, brauchst du schon die, wie heißen die? Wie heißen die Bauteile? Nicht Fusionskerne, sondern Fusion. Die Fusionsreaktoren? Weiß ich nicht mehr. Die kann ich schon bauen, ja. Kupferader? Ja, muss halt. Sorry. Muss, wenn du Powerrüstung dann hast, brauchst du schon voll viele von denen. Jawohl, die gehen eigentlich nicht allzu schnell leer. Bist jetzt gesucht? Warum werde ich jetzt gesucht? Ach so, weil das jemand hatte. Ach so, Marable. Da hatte schon jemand die Werkstatt und ich habe gerade das Schloss geknackt und das Aluminium rausgenommen. Jetzt werde ich gesucht. Ich habe 10 Kronkorken, Kopfgeld. Aber das ist ja schon zu verlockend. Da muss man ja. Ja, kenne ich. Heilmittel, das braucht. Aber ich wusste nicht, dass man das mit, dass man das mit dem Schloss absperren kann. Das ist cool. Er hat aber auch nur auf die Aluminium-Ader hingebaut. Der Rest war ihm egal. Das ist auch gut. Was ist das?
Müllextraktor. Was ist Müllextraktor? Also hier in der Gegend, wo du deine Base aufgebaut hast, gibt es echt viele Pflanzen, die man ernten kann. Hm. Wir sind hier bei der Farm. Aber ich brauche unbedingt Mutterbeeren. Wilde Mutterbeeren, hier war was. Ich hab welche. Echt? Ja, direkt da, wo diese eine Strommast ist. Ah, so von deiner Base, wenn du rausgehst, links der Straße entlang, so ein Mast, da gab's gerade zwei Stück. Weil ich brauche unbedingt wilde Mutterbeeren für... die Umgebung der Region in Ash Heap ist zu gefährlich für... lege erst ein Anzeichen bei giftiger Luft eine Gasmaske an. Ja gut, ich hab... ich hab ja... Also, ein Helm. Ich hab eine Gasmaske an. Ja, ich hab ein... Also da oben, da war ich ja auch schon. Ich hab, ein Ding an. Einen Raumf... einen Astronautenhelm hab ich an. Okay, das ist hier schon... Ach, weil hier über so... Okay, das ist aber irgendwie cool. Das ist cool. Okay, wilder Ghoul 22, das ist nicht mehr so cool. Au! Ich kann dich als Scharfschütze. Eigentlich will ich die Waffe wechseln. Das ist schon irgendwie echt cool hier. Ist das eine Höhle hier? Oh nö. Hä? Oh, Reparaturschuss. Nice. Reparaturschuss? Ja, ich kann, oder mit Glück repariert sich meine Waffe, wenn ich schieß. Okay. Das ist auf Glück, das will ich ein bisschen höher kriegen. Damit, dann brauche ich unterm Strich auch weniger Kleber und weniger Zeug, um die Waffen immer zu reparieren. Ja. Ist ein anderer Spieler, ich gehe mal lieber. Wenn ich gerade gesucht werde. Ach, wegen 10 macht ja keiner was. Ah, doch. Mich haben schon oft welche gekillt wegen weniger. Ich habe 20. Also ich bin schon mit der mich hat schon einer mehrere Granaten nach mir geschmissen und ich hatte nur 20. Hier sind solche Flugviecher, die will ich nicht treffen. Was sind der? 46 lang. Ah, mir zeigt es jetzt gar keine anderen Spieler mehr an. Weil ich gesucht bin. Du gesucht wirst. Ja. Dumm, gell? Versteifte Lederrüstung, rechter Arm. Brauch ich nicht. Elfen, divers, Holos, Schrott. Aber die greifen mich auch nicht an. Die sind rückwärts gegangen und haben die Tür zugemacht. Geschützturm Lasergewehr. Oh, cool. Ich habe Geschützturm Lasergewehr gekriegt. Bauplan. Cool. Du hast bestimmt Wissenschaft. Ja.
ist die Richtung von der Blutprobe. Ah, ich... Oder erkunde ich erstmal die Stadt, weil da ist hier noch irgendwas unaufgedeckt. Ja, irgendwas in die Richtung ist noch nicht auf... Das ist ein Missionsziel, oder? Ah ja, das ist das Missionsziel. Ansonsten habe ich jetzt, so wie es ausschaut, hier alles entdeckt. Oder? Ja. Ja, dann kann ich weiter in die Richtung laufen. Wo das Miss... Ah, hier ist noch eine Fabrik. Hier ist so viel zu entdecken, du weißt gar nicht, wo du als erstes hingehst. Ja, ich weiß. Das ist übel. Die haben mich übrigens nicht getötet, gell? Es waren drei Spieler, die hätten mich bestimmt killen können. Also ich laufe jetzt erstmal in mein Missionsgebiet. Ich schau mal, dass ich die Mission da weiter fertig bekomme. Dass ich die mal abschließe. Ich glaube, wenn ich die abgeschlossen habe, dann mache ich auch Schluss für heute. Weil wir ja auch schon wieder ein Stück streamen. Und ich vielleicht auch gerne mal was essen möchte. Aber trotzdem tust du noch zocken, oder? Ja, mal schauen. Mal schauen. Also ich muss mir auf jeden Fall erstmal was zum Essen machen. Weil so langsam kriege ich Hunger. Alter, dieses scheiß Schießschwert ist so scheiße stark. Analysiere die Blutproben. Okay, jetzt muss ich wieder in das... Ah, warte mal. Dieses Blutproben, hab ich das nicht schon? Weiß ich nicht. Es ist so kacke stark, dieses Schießschwert. Du meinst das Schwert, was du hast? Mhm. Und da haust du drauf und tschüss. Ja, das ist das Skischwert. Das habe ich, das haben wir oben in der Skiregion gestern gefunden dort. Und da muss ich auch nochmal hin wegen der Armbrust. Die will ich noch holen. In der Skiregion gefunden. Und das habe ich dann noch einmal upgraden können gleich von Anfang an. Und das ist so fucking stark. Das ist, warte. Waffen. Skischwert. Macht einfach 60 Schaden. Und das ist normal. Ja, das ist halt abgegradet nur mit, das ist sticknormal, ja. Ich hab's nur abgegradet mit so Stacheln dran. Metallsplitter. So, jetzt bin ich wieder da. Steckt sich in der Lampe und wird wirklich geschützt von einer dünnen Lampe, während ich auf ihn schieße. Ich glaub's nicht. Alter, hat der gerade Haufen Zeug gehabt. Ich sehe den Gegner nicht mal. Wo ist denn der? Wieder ein Reparaturschuss. Der triggert nicht mal so schlecht. Na klar, lauf weg, wenn ich hier nochmal auf dich schieß. Ach, da bist du. So, ha? AVR, Medical. Bin ich gerade wieder rein. Weil da muss ich die Blutproben jetzt abgeben. Kann doch nicht sein, ist meine... Ist die 10 mm schon wieder leer? AVR Medical. Ach, da
da bist du. Gesucht 20, ja, ich seh dich. Ja, geh einfach danach. Immer eine Schnellweise. Ja, ich bin im Gebäude. Ja, weiß ich. Kopfgeld 20. Ich glaube, du kannst, weil wir im Team sind, ja trotzdem nicht auf mich schießen. Doch, du hast auch auf mich geschossen. Vorher. Ja, aber da waren wir ja nicht im Team. Doch. Echt? Also hier ist bei mir aber schon alles, also für mich ist hier schon alles abgelootet. Du bist drin, gell? Ich bin drin, ja. Mhm. Jetzt kommst du rein, jetzt spawnen eh gleich wieder alle Gegner. Hast du auch die Quest Verbeuge, was vorbeugen ist besser als heilen? Genau. Ja, ich muss auch die Blutproben gerade abgeben. Nur noch abgeben? Mhm. Jetzt spawnen sie wieder. Das war doch unten, gell? Das war unten, ja, aber ich töte die alle einfach gleich mal mit. Ich weiß nur nicht, wo unten. Ach, ich glaube, ich bin sogar richtig. Ja, fast richtig. So. Da muss ich. Die T-Typ-Sicherung. Die habe ich noch. Lass mich mal dich anschießen. Warte, lass mich mal zuvor meine Heilsalbe reinschmeißen, weil ich habe gerade auch ein bisschen wenig Leben. Heilsalbe. Ja. Warte. Das gleich, warte kurz. Soll ich? Soll ich dir auf den Kopf schießen? Ja, schieß mich einfach mal an. Jo, du kannst mir Schaden machen. Jetzt ja, weil du gesucht wirst. So, T-Typ-Sicherung ersetzen. T-Typ-Sicherung habe ich nicht. Die brauche ich auch noch. Blutproben eingefügt und jetzt kann ich das Blut aktualisieren. Ja, das kann, ich kann es nicht, weil ich die T-Typ-Sicherung nicht habe. Die muss ich mal so holen. Benutze den Symptomaten, um den Impfstoff zu verabreichen. Was? Symptomaten? Headshot. Habe ich den jetzt gekriegt ins Inventar oder wo ist der? Also nein. Wo ist denn der? Ich gehe mir mal die Munition suchen. Die eigentlich Munition. Wie heißt das? Die T-Typ-Sicherung. Warst du da noch nicht? Ich bin in Helvieta, war ich schon, aber da ein Stück weiter oben war ich noch nicht. Ach so. Ich suche gerade die, das, was ich gerade gekriegt habe, den. Benutze ja, den Symptomaten, um den Impfstoff zu erreichen. Ich habe ja immer noch besorge eine T-Typ-Sicherung. Muss ich da nochmal eine T-Typ-Sicherung reintun? Ja, dann hast du die auch oben bei dem. Achso, nö. Wo die, ja, ich, den habe ich auch oben. Aber ich bei mir steht es noch oben, dass ich eine besorgen muss. Ja, hast du den auf der Karte auch noch gekennzeichnet? So. Hallo. Ne, jetzt ist er abgeschlossen. Also meine Arbeit vollendet und dich geimpft. Als nächstes musst du herausfinden, ob die Feuerteufel, unsere antiverbrannten Elite-Einheit, noch leben. Stationiert sind sie in der Feuerwache Charleston. Die Feuerteufel müssen erfahren, dass der Impfstoff bereit ist. Falls sie es nicht geschafft haben, brauchst du ihre Waffen, um zu überleben. Ach so, ich sehe ja deine Mission hier, weil du sie auch hast. Deswegen steht es noch, besorge eine T-Typ-Sicherung. Willst du mir folgen? So.
darfst mich dann später mal bei mir im Camp töten übrigens. Aha. Dann kriegst du meine 20 Kronkorken und das Gesuchte ist weg. Gott sei Dank dann. Ja, es nervt. Es nervt, ne? Wenn du dann irgendwo getötet wirst, wo dann irgendein Spieler nur rumläuft, dann wieder an das Zeug ranlaufen. Weil ich habe zu spät gerafft, dass das ein Spieler hatte. Es ist mir, das eine Mal auch, habe ich einfach auf eine Base geschossen, weil ich ein bisschen pisst war. Weil der genau da, wo ich die Base hatte, seine Base hingesetzt hat. Und meine Base da doch weg war. Aber weg war. Ja. Wenn du auf dies, wenn du in die Welt kommst, ist dann deine Base wieder da? Ja, die ist immer wieder da. Außer ein anderer Spieler hat genau auf den gleichen Punkt die Base. Aber der muss halt auf den gleichen Server dann spielen wie du. Ansonsten ist die immer wieder da. Die musst du nicht nochmal neu platzieren oder sowas. Hast du die, Ach, du bist ja schon da oben. Da ist auch ein Spieler gesucht. Das passiert ruckzuck. Dass mal gesucht wird. Leider. Ja, das ist so ein bisschen... Upsa. Oh, Schrotpatt. Ah ja, keine Absicht. Hätte ich Kraft gehabt, dass es einen anderen Spieler gehört, hätte ich sie zum Beispiel gar nicht geknackt. Und dann war es mir eh egal, weil dann hatte ich eh schon wieder Kopfgeld. Lol. Also ich muss... eine direkt mit dem Kopf gegen der Wand. Also ich muss ehrlich sagen, ohne die, ohne den Bug wäre ich durchgehend überladen und ich könnte nirgends, oder halt über das Ding, ich könnte nirgends hinlaufen. Du machst die ganze Zeit den Glitch. Ja, denn nicht den Glitch, den machst du einmal und dann hält es die ganze Zeit an. Ja, die ganze Zeit, bis du dich ausloggst. Bis ich mich auslogg. Ich hab den heute einmal gemacht, den Glitch. Dass ich immer so viel Kleber brauche. So, ich muss mal gucken, was ich denn verkaufen kann. Und zwar große Mengen Dünger. Nö. Lose Federn? Nö. Glas kann ich auf jeden Fall mal in große Mengen herstellen. Dass ich da mal auf 200 runterkomme. Dass ich nur 200... Ja, okay. Bis Gummi auch. Dass ich nur so 200 von allem habe. Das versuche ich jetzt mal so nach und nach. Holzreste habe ich sehr viel. Habe ich sehr, sehr viel. Und dann schaue ich, dass ich es verkaufe. Oh, das waren zu viel. Das waren zu viel. Keramikschrott. Habe ich jetzt zu viel hergestellt. Muss ich dann wieder ein paar klein machen. Mache ich, glaube ich, gleich. Bist du wieder bei dir? Ja, ich bin gerade bei mir. Ich schaue gerade, dass meine Kiste ein bisschen leerer wird. Schrott. Hey. Holz. Und zwar 30 Holz ist drin. Wenn ich 8 herstelle, müsste ich 240 Holz haben. Dann stelle ich 7 her. Dann habe ich 210 Holz. Das ist okay. Dann schaue ich nämlich... Dann schaue ich, dass ich das mal alles nämlich wegbekomme. Ein bisschen Knochensplitter kann ich auch verkaufen. Ich habe nicht sehr viel Plastik heute gesammelt. Und ich Vollidiot, habe doch vorhin gesagt, das mache ich offscreen. Was mache ich jetzt? Ich mache es jetzt. Ja, genau, mache ich das jetzt schnell. Stahlschrott 1900, okay. Stahlschrott muss ich auf jeden Fall loswerden. Kein Wunder, dass meine Kiste voll ist. Aber ich glaube, von Stahl hebe ich mal ein bisschen mehr auf. 500? Ist immer noch viel. 500. Stoff habe ich auch über 1000.
Da stelle ich auch mal so ein bisschen was her. Säure, nein. Zahnräder, nein. Öl, nein. Das war's schon. Oder? Genau, Großmengen Plastik auch nicht. Dann schaue ich, dass ich das nicht mal verkaufen kann. Dann müsste in meiner Kiste auch wieder mehr Platz sein. Jo, da ist wieder richtig viel Platz. Dann habe ich jetzt irgendwie die Befürchtung, da kommt nicht auch gerade einer, der gesucht wird. Ich port mich mal gleich weg zum ersten Händler und schaue, dass ich es verkaufen kann. Eine Sprachnachricht. Dass die Leute immer Sprachnachrichten schicken. Könnt ihr nicht einfach schreiben? Ja, da kann ich auch oft. Also ich schicke nur Sprachnachrichten, wenn ich Auto fahre gerade. Ja. Das geht übers Auto. Aber ansonsten schreibe ich eigentlich immer, vor allem ich habe WhatsApp Web offen. Ist aber cool, dass man die Missionen von den anderen auch mitzieht. Da müsstest du jetzt ja voll zugespammt sein, weil ich hier ziemlich viele Missionen offen habe gerade. Und warum habe ich gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Von wegen mir, glaube ich. Im Normalfall kriege ich ja sonst auch keine. Es ist schön, er hat... Okay, das mit den Kronkorken hat sich erledigt bei dem Händler. Yep, das ging schnell. Kriegst noch ein Bier. Vorbeugen ist besser. Ach so, weil du die Quest abgeschlossen hast, müsste ich jetzt doch keine Belohnung kriegen, oder? Nee, im Leben kriege ich jetzt eine Belohnung. Doch, ich kriege eine Belohnung dafür, dass du die Quest abgeschlossen hast, aber ganz wenig nur. Das ist doch geil. Ja gut, da lohnt sich's dann schon. Und die Großmengen verkaufen lohnt sich auch. Wenn ich jetzt das sehe, ich habe den gerade die 200 bis paar Teile der Großmengen konnte ich loswerden. Ach, der in der Nähe von deinem Base ist auch einer, der gesucht wird. Aber ja. Ich möchte erstmal mein Zeug loswerden, weil ich gerade die ganzen Großmengen einstecken habe. Ich schaue, dass ich in der Nähe von meinem Camp auf ihn schieße. Weil dann schießen die ganzen MG-Türme mit Nei. Taktischer Vorteil. Jetzt verfügbar. Waren aus fragwürdigen Quellen. Alter. Alter. Was? Ist Stahlschrott viel wert? Aha, nur ein Scherz. Wollen 29. Warte, dann. Verkaufen. Aber der Glitch, der wird bestimmt bald gefixt. Ja, aber die merken doch ja eigentlich, wie viele die den Glitch verwenden. Es muss denen doch eigentlich sagen, okay. Starren Sie mich an? Wie wär's, wenn Sie. Was? Auf Camp. Der schießt gleich auf mich. Wer? Da kommt ein 76er in Powerrüstung an. Und schießt instant auf mich. Ha. Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade die ganzen Großmengen dabei. Wegen 20. Die kommen gleich in Powerrüstung und was weiß ich angelaufen. Da habe ich doch keine Chance dagegen. Ja. Bin jetzt weggelaufen. Das ist dann so richtig erbärmlich. Der schießt immer noch auf mich. Glaub's ja nicht. What the fuck? Was ist denn das für ein Bug jetzt? Der jagt mich, die Sau. Nicht schön.